Okay, so, jetzt machen wir hier, wie gesagt, noch ein bisschen Licht in das dunkle Schiff hier unten rein. Dann gucken wir mal, ob unsere Blöcke noch da sind. Die sind nicht mehr da. Naja, gut. So, an Licht sollte das erstmal hier so reichen. Hier drüben vielleicht noch eine hin. Gegenüber, da könnt die erstmal wieder weg. Ist ja nur obligatorisch. So, und dann gucken wir uns das nochmal ganz kurz aus der Ferne an. Und ich denke, jetzt sollte man ganz klare Linien hier erkennen, was das für ein Ungetüm wird. Wie gesagt, jetzt kommt da noch der Deckel oben drauf. Die Schornsteine, also das wird enorm. Ich sage ja das, am Ende, ich sag's euch, am Ende wird das Ding höher sein wie der Leuchtturm. Ich glaub's noch. Das sehe ich echt noch kommen. Ultra. So, jetzt räumen wir mal das Zeug hier wieder ein. Wisst ihr, so viel Holz hatten wir gar nicht mehr. Aber ich werde noch mal ganz kurz welches produzieren schnell, dass wir das hier mal auf Reserve haben. Naja. So nämlich. Hier nicht so karg aussieht, könnten wir fast sogar noch einen verarbeiten. So, dass das hier wieder ein bisschen gefüllt ist. Die ganze Geschichte. So, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So, dann haben wir hier unsere Hilfssandangelegenheit. Übrigens, hier ist ja auch Sand drin. Ich habe ja gesagt, ich habe keinen Sand mehr, aber hier drüben ist ja noch eine Sandtruhe. Das ist alles voller Erde. Genau, Weizen bringen wir darüber. Hier ist noch rohes Hammelfleisch. Die Schere, mit der gehen wir nochmal rüber. Rohes Hammelfleisch hier mit dazu. Oh ja, das können wir ja. Ich würde mal sagen, wir räumen alles auf jetzt, damit die Session dann in Ruhe beendet werden kann. Das heißt, die Schaufel kommt hier rein. Die Spitzhacke kommt mal hier rein. Die Waffen räume ich auf. Halt hier hin. Und du hier hoch. So. Von diesen Scheren brauche ich erstmal nur eine noch, damit ich nochmal kurz durch die Schafe ziehen kann. Genau. Und dann gucken wir mal. Vielleicht können wir sogar noch ein paar züchten. Ein bisschen Weizen haben wir ja noch dabei. So. Folgendes. Du und du. Du und du und du. Du und du und du. Ja, ich brauche weiße Schafe. Paaret und vermehret euch. Massenhaft. So, und dann kann ich nämlich nochmal mit der Gartenschere hier durchhappeln. Wie gesagt, weiße Wolle brauchen wir dann noch für die ganzen. Hier die Passagierabteilung für die ganzen Zimmer. Ja, deswegen gehen wir hier rabiat nochmal durch und sammeln, was es zu sammeln gibt. Nehmen jetzt, wie gesagt, auch die andere Wolle mit. Wie gesagt, die weiße Wolle ist natürlich erst einmal ganz klar Favorit. Aber die wächst ja auch wieder nach und in der nächsten Folge können wir dann immer mal wieder durchhoppeln. Gucken wir, haben wir schon wieder 46 Mal. So, geht mal einer an hier, ne? So, dann bringen wir das Weizen weg. Ich würde sagen, ich gehe noch einmal hier durch das Möhrenfeld durch schnell, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Mähdrescher spielen hier. Damit meine ich nicht die Schafe verkloppen wie vorhin. Auch Mähdrescher.
Bei Möhren haben wir noch nicht so viel in unserem Lager hier. Können wir ruhig immer mal wieder abernten. Jetzt, wo wir gerade nun inzwischen schon 3 von diesen Feldern haben in der Größe hier. 10 mal 10, 100, minus 4, 96. Ja, mal 3. Sind meines Wissens nach, na sag schon, 292. Da kommt man schon mal wieder ein bisschen auf was hier. So, den Weizen füllen wir hier rein. Na, da haben wir noch genug da. Ich finde das, wie gesagt, relativ schön hier mit diesen Strohballen. Da können wir ruhig noch ein paar mehr machen. Weil wir jetzt noch ein bisschen Luft haben, machen wir das mal schnell noch. Und zwar, genau, das mit dem Brot, das wissen wir jetzt, wie das ging. So, ein paar Strohballen noch. 8 an der Zahl. Können wir mal ganz schnell noch hier ein bisschen daneben aufbauen. Ich finde, das sieht irgendwie authentisch aus hier. Wenn wir da so ein paar von den Dingern hier stehen haben. Ja, gut, der Baum, der wächst hier ein bisschen doof jetzt gerade. Können wir immer ein bisschen spritzen. Fällt ja so nicht auf. Ja, aber sieht doch cool aus irgendwie. Ein bisschen so als Schutz. Hm. Irgendwie hat es doch was. So kleine Details, die unsere Farm hier schöner machen. Guck mal, da ist ein Karnickel rausgehoppelt. Das ist ziemlich doof, muss ich sagen. Weil das hoppelt da auf den Platten rum und öffnet den anderen Tieren da teilweise die Tore. Und das können wir leider nicht akzeptieren. Außer mit folgender Variante. Ja gut, jetzt ist es bei den Hühnern drin, da kommt es auf jeden Fall erstmal nicht mehr raus. Exitus, mein Freund, Exitus. Du wolltest so. Nehmen wir gleich noch ein paar Eier. Da haben wir sogar noch eine Hasenpfote mit rausgeholt. Ja, das andere, das muss hier irgendwo im Felde sein. Außerdem, das war dasjenige gerade. Habe ich jetzt nicht im Überblick gehabt. Naja, haben wir noch eine Hasenpfote, siehste. So, und weil wir gerade dabei sind, gehen wir nochmal durch die Schafe durch. Weil die haben schon wieder gut gefressen hier, die Tierchen. Bisschen Luft haben wir noch, das schaffen wir schnell. So. Geht schnell. So. Räumen wir das wieder auf. Und dann können wir außenrum zurück. Ah, hier haben wir noch schwarze Wolle. Also nichts mit außenrum. Jetzt geht mir nicht fast die Zeit aus. Ich laufe jetzt schnell mal hier querfeld ein. Rest machen wir das nächste Mal. Zu und dann schnell ins Lagerhaus. Die Schere mit aufräumen und das Schwert noch mit aufräumen. Oh ja, und die Fackeln, die können wir ruhig behalten. So, Türen machen wir natürlich zu, wenn sich der Bauer zur Ruhe legt. Wohlgemerkt jetzt gerade, wo die Sonne wieder aufgeht, aber wir können es ja noch mal ganz kurz übers Knie brechen. Blub, Time, Set, 14.000, so. Gerade die Sonne untergegangen, Hundis, gute Nacht, Katzis, ebenfalls gute Nacht. Und wir blicken zurück auf eine 32-folgige Aufnahmesession. Und wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken, wo das letzte Mal nur der Hafen zu sehen ist, entsteht da jetzt schon ein richtig fettes Kreuzfahrtschiff. Das ist doch mal was. Geil. Und jetzt ist es tatsächlich vorgekommen, dass wir nicht mal mehr ins Bett gehen konnten. Ich rede da jetzt nochmal so schnell zu Ende. Der Speicher ist nämlich voll. Ich konnte tatsächlich jetzt nicht mehr Folgen aufnehmen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich lege mich in diesem Moment ins Bett. Das seht ihr jetzt nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.